Die Region Kleinersee Südkärnten. Inmitten dieser faszinierenden Naturkulisse liegt der Golfpark Kleinersee Südkärnten. Zum 7. Mal Austragungsort des Lederhosen- und Trachtengolfturniers, veranstaltet vom Kärntner Heimatwerk und Two Points Advertising zugunsten des Lions Club Klagenfurt-Magarek. Ich als Geschäftsführer freue mich natürlich besonders, dass der Ewald Opetnik das größte Turnier Kärntens wieder im Golfpark Club einmacht und wir schauen, dass es wirklich ein klasse Turnier wird. Das Besondere an diesem Turnier liegt im einzigartigen Outfit der Teilnehmer, Tracht und Lederhosen. Es sind kurze Hosen, es ist ein knackiger Bo und man kann sich super bewegen drin, also perfekt. Also gut, perfekt zum Golfspielen also. Perfekt zum Golfspielen, ein bisschen heiß, aber je nachdem, wie man halt das Outfit trägt. Bevor es losging, wurden die Teilnehmer bei wunderbarem Wetter zu einem ausgiebigen Frühstück gebeten. Ja, das ist einmal 100% Natur, der Golfplatz ist Natur, Heimatwerk ist Natur. Und wenn die Leute jetzt eigentlich vorn golfen, das nicht zu sich nehmen würden, sondern einen Pfau zu sich nehmen würden, würden sie eine punktgenaue Landung machen. Also eigentlich braucht man den Pfau brand vorher. Für mich ist es einer der Highlights, vor allem wenn man gestern in Italien essen war. 12 Stunden Mittagessen, war wunderbar, war gut. Ein bisschen spät noch, wir haben noch die weiße Nacht noch genossen, weil es so geschehen hat am Wörthersee. Und wie jedes Jahr, Ewald, ladet ein, wir kommen ganz herzlich, ganz freundlich. Sind immer gern dabei. Na, es ist immer wieder ein Erlebnis, wirklich bei diesem tollen Termin, bei diesem tollen Turnier dabei zu sein. Lederhosenturnier ist ja nicht etwas, was tagtäglich stattfindet, sondern einmal im Jahr wirklich toll organisiert. Die Zielsetzungen der einzelnen Flights waren dabei durchaus unterschiedlich. Mal das Sportliche, ja okay, geht's gut, ist das Sportliche auch super. Geht's nicht gut, ist, ja, lassen wir sein. Aber bei diesem Turnier ist der zweite Teil wirklich gar der schönere Teil. Also. Wobei mit zweiterem der kulinarisch-gesellschaftliche Teil gemeint ist. Nachdem sich auch die Letzten aufgewärmt hatten, erwartete die Teilnehmer ein schönes Spiel in einer traumhaften Umgebung. Für Spaß und Erfrischung war bestens gesorgt. Wie trinken Sie die Kärntner Milch am liebsten? Ja, am liebsten direkt von der Kuh, aber auch ausgezeichnet sind natürlich diese Kärntner Milchprodukte, die von der Kärntner Milch abgefüllt werden und toll aufbereitet sind. Und die Käsesorten sind natürlich einzigartig. Nicht umsonst überall Goldmedaillen, die Kärntner Milch. Dann bedanke ich mich einmal für die Auskunft und würde sagen, wir hauen jetzt in die Party rein. Hol ihn an! Doch zu früh gefreut. Leider konnte auch in diesem Jahr kein Spieler die für ein Hole-in-One gesponserte Harley-Davidson gewinnen. Ein besonderes Augenmerk wird seitens der Familie Opetnik auf den sozialen Aspekt gelegt. So wurde der gesamte Erlös des Charity-Bewerbs dem Präsidenten des Lions Club Klagenfurt-Magarek, Reinhold Svetina, übergeben. Durchwegs Lob gab es für die Idee und die Organisation dieses schon traditionellen Golfturniers. Es gibt leider viel zu wenige dieser Veranstaltungen und deswegen gehört das unterstützt. Und man sieht, wie gut das ausgebucht ist und wie die lange Warteliste ist, dass eben da ziemlich ein Christrum ist auf kärntnerisch gesagt. Und das soll auch so bleiben und deswegen muss man Ewald in diesen Agenten unterstützen, wo es nur geht. Das war die Kombination, würde ich sagen. Es war das Wetter, der Platz war in einem hervorragenden Zustand. Es war das ganze Kulinarische drumherum, das war das Abendessen. Das hat eigentlich alles 100% gepasst. Nur das Einzige, was nicht gepasst hat, war meine Leistung heute. Die herausfordernden Flightpartner, die waren wirklich das Besondere heute. Also wirklich eine Challenge, ja, aber wir haben sie gemeistert. Ja, wir sind ganz zufrieden. Ja, der Tag ist wunderschön. Das Score ist okay. Und wenn es so weitergeht, ja, dann kommen wir nächstes Jahr verlässlich wieder. Und davon gehen wir aus. Bei so viel Begeisterung kann sich der Veranstalter sicher sein, dass auch im nächsten Jahr wieder viele mit von der Partie sein werden, um die 18 Löcher in Lederhosen und Tracht in Angriff zu nehmen. Ich muss sagen, ein herzliches Dankeschön an alle Partner, an alle Sponsoren, an alle Freunde. Ich bezeichne sie als Freunde, die heute hier mit uns diesen Golftag erleben durften. Und wir freuen uns alle mittlerweile auf das nächste Lederhosen- und Trachtengolfturnier 2016. Den Termin weiß ich noch nicht, aber wir werden ihn auf jeden Fall Anfang Juli wieder machen.